Vor einer Weile habe ich eine Umfrage gemacht, welche Version von Siedler 4 ihr spielt. Tatsächlich spielen fast 80% über die 2018 erschienene History Edition, aber nur 37% nutzen Settlers United. Gepaart mit dem Ergebnis einer anderen Umfrage, nach der 73% hauptsächlich oder ausschließlich im Singleplayer spielen, glaube ich auch zu wissen wieso. Deshalb möchte ich heute ein paar Gründe durchgehen, wieso ihr Settlers United installieren solltet, auch wenn ihr den Multiplayer nicht nutzt. Vorher aber eine kurze Anmerkung an die 8%, die die History Edition mit dem Community Patch oder der Enhanced Edition spielen. Es gibt absolut keinen Grund für euch nicht zu wechseln. Settlers United hat nicht nur alles, was ihr von CP und EE kennt, es sind auch Mitglieder beider Teams beteiligt. Settlers United ist in jeder Hinsicht der Nachfolger beider Projekte, mit Ausnahme der EE für die Gold Edition, welche aber nur von 2% der Befragten genutzt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass einige CP-Spieler vielleicht wegen der Beta des DV-Plugins dort bleiben, aber ich kann euch auch sagen, dass ihr über den Community-Patch kein Update für dieses Plugin bekommen werdet. Das kam von Marcusi höchstpersönlich. Ein anderes Gerücht, das ich auf jeden Fall ausräumen möchte, ist, dass man angeblich keinen Einzelspieler über Settlers United spielen kann. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Es gibt nur ein Feature, das durch SU derzeit noch eingeschränkt wird. Ihr könnt nicht im laufenden Spiel die Geschwindigkeit ändern. Ihr könnt im Vorfeld eine Geschwindigkeit aussuchen, aber bei der müsst ihr bleiben. Deshalb empfehle ich grundsätzlich die doppelte Geschwindigkeit auszuwählen, wenn der Anfang einer Karte nicht gerade absolutes Micromanagement erfordert. Was sich alle drei Fanpatches in irgendeiner Weise teilen, sind die Transportlimit und Siedlerlimit-Mods. Erstere auch umgangssprachlich als Kohle-Bugfix bekannt. Settlers United verwendet die aktuellsten Versionen dieser beiden Mods und hat das Siedlerlimit inzwischen unabhängig von der Spieleranzahl auf stolze 8000 Siedler pro Spieler angehoben. Das absolute Maximum dessen, wozu die Engine fähig ist. Beide Mods machen sich insbesondere auf großen Karten und Karten mit mehr als 4 Spielern bemerkbar. Durch das Kohletransportlimit werden Siedlungen ab einer bestimmten Größe sonst extrem träge, während das Siedlerlimit sowohl den Spieler als auch die KIs stark einschränken kann. Beide Fixes sind in-game optional aktivierbar. Settlers United ist auch das einzige der drei Fanprojekte, das von sich behaupten kann, diverse Abstürze wie den Tiling Out of Links Error und Dinge wie die Baubugs gefixt zu haben. Als reiner Einzelspieler denkt ihr vielleicht, dass euch letztere nicht betreffen, aber tatsächlich waren Planierer all die Jahre verbuggt und verbrachten je nach Lust und Laune unterschiedlich viel Zeit damit, auf Baustellen untätig rumzustehen. Insbesondere die Baustellen kleiner Gebäude auf grünen Baupunkten wurden dadurch unverhältnismäßig in die Länge gezogen. Wenn wechselt auf Settlers United, fallen deshalb schnell die effizienteren Planierer auf, von denen alle Spieler einschließlich KIs profitieren. Der Prioritätsbutton funktioniert jetzt auch wie er soll. Auch in der Steuerung könnt ihr profitieren. Optionale Mods für Hotkeys und höhere Zoomstufen helfen euch dabei, schneller zu bauen und den Überblick über eure Siedlung zu behalten. Aber auch das Einheitenauswahllimit von 100 ist Geschichte. Steuergruppen sind aufgrund ihrer Verbindung zu Hauptmännern bisher noch auf 100 Einheiten beschränkt, aber wenn ihr diese nicht verwendet, könnt ihr Armeen jeder beliebigen Größe mit einer Auswahlbox auswählen und befehligen. Auf Karten, wo große Armeen zustande kommen, macht das die Kriegsführung spürbar angenehmer. Es gibt außerdem eine Einstellung, um Priester bei der Auswahl von Soldaten zu trennen, und ihr könnt Standardeinstellungen für die Anzahl der ersten Bauarbeiter, Planierer und Spezialisten sowie für die Warenverteilung für jeden Spielmodus und jedes Volk definieren. Und was völlig neue Features angeht, ist Settlers United die einfachste Methode, um sowohl den Siedler 4 HD Patch als auch die überarbeiteten Balance-Optionen zu beziehen. Ersteres ist definitiv ein klares Upgrade, wenn man nicht gerade einer dieser komischen Puristen ist, für die Siedler schon mit den Erweiterungen aufhörte, Siedler zu sein. Und insbesondere angesichts der Grafik-Downgrades, die die History Edition im Vergleich zur Gold Edition gemacht hat, ist der HD-Patch eine sehr willkommene Neuerung, die mich viele neue Details an den Siedlern erkennen ließ. Der HD-Patch lässt euch auch eigene Spielerfarben definieren, die nimmst du sogar mit entsprechend eingefärbten Icons und Grenzsteinen. Falls ihr aber die Kampagnen als blauer Spieler spielen wolltet, könnt ihr Rot und Blau einfach tauschen. Oder ihr spielt direkt als etwas völlig Neues wie Team Schwarz. Dazu habe ich bereits ein separates Video gemacht, das jetzt oben als Infokarte verlinkt ist. Was die neuen Balancing-Optionen wie mein eigener Ultimate Balance Overhaul angeht, verstehe ich absolut jede Zurückhaltung von Seiten von Einzelspielern, wenn die Karten, um die es geht, speziell um das Vanilla Balancing und seine Eigenheiten konzipiert sind. Es gibt aber auch genug Karten, die von Ubo deutlich profitieren, darunter das berüchtigte Alles was glitzert. Und auch diese Option könnt ihr in-game vor jeder Karte auswählen, auch hier habt ihr also absolute Freiheit. Wenn ihr Mapper seid, könnt ihr auch vom Warriors Lip Plugin profitieren, das Muffin, Mario und Gemil geschrieben und in Settlers United integriert haben. Wenn ihr mit Kartenscripts arbeitet, könnt ihr mit dem Plugin die KI wesentlich präziser steuern. Von individuellen Truppenbewegungen über das Besetzen von Türmen bis zum Einsatz des Marktplatzes. Hier gibt es jede Menge Potenzial, dem sich bisher kaum ein Mapper bewusst zu sein scheint. Aber vielleicht der wichtigste Grund, sich Settlers United zu installieren, ist die Sichtbarkeit der Singleplayer-Community, denn deren Existenz wird oft bestritten. Ich dagegen war immer der Meinung, dass der Singleplayer, insbesondere vor Release der History Edition und angesichts der Tatsache, dass selbst der Vorstoß der A-Lobby vor einigen Jahren, Siedler 4 zu unterstützen, erfolglos blieb, die stille Mehrheit der Spielerschaft ausmachte, die zu sehr mit dem Spiel beschäftigt ist, dass er sich an den oft viel zu aufgeheizten Diskussionen um Themen wie Kohlebugs, Attack-Canceling oder Turniere beteiligen würde.
Aber auch wenn ich nachvollziehen kann, dass man angesichts begrenzter Entwicklungsressourcen Multiplayer-Features priorisiert, finde ich es wichtig, dass die SP-Community nicht vergessen oder gar ignoriert wird. Das setzt aber voraus, dass sich diese Spieler eben nicht isolieren, sondern sich sichtbar machen. Settlers United könnte der Schlüssel dazu sein, aber nutzen muss die SP-Community das schon selbst.